So, jetzt zum Kapitalwert der Differenzinvestition. Das sieht so aus, dass wir zwei verschiedene Investitionen haben. Die Investitionskosten für die Variante 1 sind größer als die von Variante 2. Das heißt, wir können da die Differenz bilden, das nennen wir Delta I0. Und das ist nichts anderes als I01 minus I02 und per Definition muss das größer 0 sein, weil ja hier das größere Zeichen steht. So, von diesem Ausdruck können wir jetzt den Kapitalwert bilden. Das setzen wir einfach in die Formel ein für den Kapitalwert und erhalten dann allgemein für den Kapitalwert der Differenzinvestition minus Delta I0 plus Summe aus RT Q hoch minus T, das sind die Rückflüsse abgezinst, die summierten Rückflüsse, plus der Liquidationserlös am Ende abgezinst auf heute ist Delta I0 mal Q hoch minus N. So, wir nehmen an, dass die Rückflüsse nichts anderes sind als Delta I0 mal I, das heißt, quasi die Differenzinvestition angelegt zum Kalkulationszinssatz. Das heißt, wir hätten dann jetzt quasi konstante Rückflüsse, können wir wiederum einsetzen in die Formel für Kapitalwert mit konstanten Rückflüssen und erhalten dann eben so einen Ausdruck. Und man sieht nicht sofort, dass das 0 ist, aber wenn wir eben Delta I0 ausklammern, sehen wir, dass wir hier minus 1 plus 1 haben, es cancelt sich, minus Q hoch minus N plus Q hoch minus N cancelt sich, das heißt, in der Klammer steht 0, der gesamte Ausdruck ist 0 und somit ist der Kapitalwert der Differenzinvestition auch 0.